Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Videopodcast von Digitales Lernen Kirche. Mein Name ist Oliver Streppel und heute geht es darum, wie man den Zoom-Raum erweitern kann durch eine neue Plattform und man die Teilnehmenden aktivieren kann durch ein Brainstorming-Werkzeug, das ich vorstellen möchte, und zwar heißt dieses MindMeister. Dazu möchte ich Sie einfach einladen, direkt rüber zu wechseln in die MindMeister-Plattform. Sie ist prinzipiell erst einmal kostenlos, aber man muss sich anmelden, das bin ich bereits. Und wenn man dann mehr solche Charts haben möchte, dann benötigt man ein Monatsabo von 4,50 Euro im Kleinen und dann gibt es nach oben natürlich, ist es weiter offen, dann hat man hier oben auch mehrere Möglichkeiten, Charts auszuwählen. So, und hier sieht man auch schon, es gibt verschiedene Brainstorming-Werkzeuge. Ich habe hier unten auch schon mal etwas vorbereitet, und zwar wäre das ein Workshop-Tag gewesen. Und man sieht hier jetzt schon mal das Datum, was ich reingeschrieben habe, und den Workshop. Und es bedient sich sehr, sehr einfach. Man kann hier unten über Share weitere Leute einfach über diesen Link dazu einladen. Dann kopiert man den einfach, setzt den hier in dem Chat hinein. Und dann können die Teilnehmenden entsprechend auch einfach auf dieses Werkzeug zugreifen. Und ansonsten gibt es hier oben einfach das Plus-Symbol. Und jetzt schreibt man hier einfach rein, was erwarten Sie als Ziel von dem Workshop. Und jetzt ist der Trick, man kann das hier prinzipiell erstmal überall hinsetzen. Jetzt bleibt das markiert. Macht hier nochmal entsprechend ein Pluszeichen und sagt, mein Ziel ist es, dass ich etwas lerne über den MindMeister. So. Genau. Ich möchte aber auch noch etwas über lernen über Zoom. Und so kann man das dann entsprechend weiter bearbeiten und immer wieder auch neue Wolken mit dazu bauen. Und das Ergebnis soll dann nachher sein, dass ich ein Protokoll habe und dass ich nachher auf jeden Fall auch ein Werkzeugkoffer zur Verfügung habe. So, jetzt kann man hier im Prinzip auch noch zusätzlich, das ist bei mir ein bisschen versteckt jetzt gerade, so, jetzt gibt es hier noch die Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen zum Beispiel zu ranken oder mit Farben zu versehen, indem man hier einfach sagt, das finde ich cool, das Protokoll, das brauche ich nicht. Und das Ergebnis, das steht aber für mich an erster Stelle. So, das Ziel, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber es ist ein wichtiges Ziel, deswegen setze ich das auf Rot, kann man schlecht lesen. Und so gibt es eine richtig schöne Möglichkeit, ein Showbild aufzubauen, während der Workshop läuft. Wie gesagt, die Teilnehmer können gleichzeitig darauf zugreifen, das heißt, das wächst gemeinsam, synchron. Und wir als Moderator können natürlich immer sagen, wir teilen nachher diesen Bildschirm direkt, so dass den auch jeder sehen kann. Und wir besprechen den am Ende. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass wir einen Breakout Room damit ausstatten und sagen, okay, zu einem speziellen Thema geht jetzt jeder in seinen MindMeister-Chart hinein und arbeitet mal mit seinem Team etwas aus. Und präsentiert das nachher über MindMeister, direkt über das Screensharing. Der Vorteil ist, mit Zoom wäre es weg. Man müsste dann im Prinzip einen Screenshot machen und dann kann man das Screenshot verteilen. Und dieser MindMeister-Link, der bleibt einfach bestehen. Das heißt, auch nach der Veranstaltung ist er noch zur Verfügung und jeder kann dann nochmal nachschlagen, was dort erarbeitet worden ist. So, ich hoffe, ich habe damit eine weitere Möglichkeit gegeben, wie wir produktiv mit Zoom arbeiten können und vor allem den Zoom-Raum, dieses Live-Online-Training erweitern können durch ein zusätzliches synchrones Tool, mit dem wir die Teilnehmenden aktivieren können. So, damit bin ich mit diesem Video-Tutorial schon wieder am Ende und wünsche alles Gute.